meine kleinen Mandelblüten da draußen. Ich habe heute wieder jemanden ganz, ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar ist es mein verschollener Bruder Tim. Was war das denn? Wir sind wieder vereint. Wir sind vereint. So machen wir halt auch nie. Ne? Das ist halt total fake. Ich bin heute mal wieder mit Tim vereint. Wir haben heute was ganz Großes vor, denn ihr habt schon auf Instagram gesehen, wir haben letztens sozusagen geheiratet. Wir waren schon bei Bräutigam. Oh ja, true. Und weil wir gedacht haben, wenn wir schon geheiratet haben, dann wird es auch endlich Zeit für unser Kind. Also es ist ein bisschen sehr früh, aber... Wir werden als erstes ein Kind benötigen. Oh mein Gott, ich hab ein Kind. Warte mal. Boah, nein. Oh mein Gott, ich hab an die Decke geworden. Das ist unser Kind? Nee, das ist zu hässlich. Hat nicht mal Haare. Ja, komm, wir schmeißen das weg und holen uns... Oh mein Gott. Wir haben uns kein richtiges Konzept für dieses Video überlegt. Wir wissen nur, wir brauchen ein Kind. Hör doch mal auf zu lachen jetzt, ey. Wir holen unser Kind und dann machen wir mit unserem Kind verschiedene Aufgaben und müssen den Tag mit ihm verbringen. Wir sind jetzt für 24 Stunden lang Eltern. Ich bin richtig aufgeregt und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. Woo! Oh, Tim hat's Mikrofon nicht angemacht. Aber ich hasse dich. Leute, ich wäre gerade fast vor diesem Pfosten gefahren. Kannst du den jetzt mal bitte filmen? Hä, hab ich jetzt alles umsonst gefilmt? Ja, richtig. Wirklich? Ja. Los, wir holen jetzt unser Kind. Ja, dann komm los. Zahlst du das bitte? Ja, gut. Also, wir sind jetzt da. Hier rein. Oh mein Gott, Tim ist erstmal im Supermarkt. Wir dürfen hier eigentlich nicht filmen. Das ist richtig risky gerade. Das ist wirklich richtig risky. Und die ist halt, wir sind genau in dem Gang, wo die uns. So, jetzt hat sie halt auch mit Absicht gemacht, dass sie sich dahin platziert. Jungle. Oh yeah, dein Ehe. Nee, so ein Ding holen. Nein, das finde ich total süß. Guck mal das hier an, das sieht auch richtig schlimm aus. Oh mein Gott, Tim, guck dir mal dieses Vieh an. Oh, geil. Nee, Alter, das ist ja richtig gruselig. Nein, richtig. Justus. Wir werden gleich verhaftet. Du wirst verhaftet und ich komme auch mit in den Knast. Oh mein Gott, das guck dir mal. Als twerkendes Baby. Das bist halt echt du. So. Leute, wir haben unsere Ausbeute gefunden. Let's go raus los hier. Los geht's. Doch, du machst so Catwalk. Oh nee, Joey, jetzt hör mal auf. Also Leute, wir sind wieder im Auto. Wir haben jetzt unser Vieh gekauft. Wie man nicht einfach gar nicht. Richtig anstrengend. Tim, kannst du mal dein Gesicht sagen? Hallo, Freunde. Ja, sollen wir einfach jetzt auspacken? Ja, wollen wir sie jetzt auspacken? So aggressives auspacken? Auch richtig unnötig, dass wir diese Kacke im Auto aufmachen. Kind. Leute, es ist so... Was ist denn mit ihr? Sie ist doch voll süß. Nee. Oh, du bist so nervig. So, guck mal, ich hab sie aufgekriegt. Oh, ich habe mich schon wieder geschnitten, ne? Oh, ich hab unser Kind. Wir haben es befreit. Oh, ja. Also Leute, wir wollten sie eigentlich nicht haben, weil guckt euch halt einfach mal ihren Mund an. Das sieht halt schon ein bisschen pervers aus. Es ist ekelhaft. Wir haben noch gar nicht gesagt, was sie kann, Tim. Und du hast alles zerrissen. Hab ich nicht. Hier ist auch eine Bedienungsanleitung. Au. Oh, dieser ekelhafte TikTok-Trend, wo du immer von hinten Sachen holst. Kennst du das? Nee. Nein. Dann sagst du halt so, ja, ich hol mal Sachen. Oh mein Gott, war das dein Absicht? Ich wollte halt auch einfach nur mal vorlesen, was sie kann. Das war der TikTok-Trend. Du hast gerade verpasst. So, man haut die man ganze Zeit Sachen wirklich? Und dann immer so unauffällig haut man den voll ins Gesicht. Ach so. Ja, und wir gucken jetzt mal, was sie kann. Fläschchen trinken. Oh, hör doch auf. Oh, der Mann ist richtig bösartig. Boah, also was soll er denn tun? Der ist halt so bösartig. Also Leute, sie kann Fläschchen trinken mit echtem Wasser. Schnuller nuckeln mit Mundbewegung. Klingt schon wieder richtig ekelhaft. Wird die Schnüss bewegen? Und dann kann sie Hoppereiter mit Spaß. Was ist denn Hoppereiter mit Spaß? Kitzelspaß mit Babypups. Wir haben halt ein großes Problem. Was denn? Wir können sie ja gar nicht befreien, weil sie an so einem Band ist. Mit einer Schere oder was? Ja, mega nervig. Oh, kacke. Also Leute, wir haben euch gefragt, was wir mit unserem Kind heute alles so anstellen sollen. Unsere erste Aufgabe ist... Was hast du denn... Oh mein Gott, er hat sich richtig in den Finger geschnitten. Glaubst du eigentlich, die letzten Male ist immer gelogen, wenn ich sag... Oh. Vielleicht geht die Kamera bestimmt wieder aus, weil sie überhitzt, ey. Die Kamera ist halt jetzt gerade wirklich ausgegangen. Wir müssen in den Meckes mit unserem Kind. Aber wir müssen sie halt erstmal loskriegen von ihrer ganzen Pappe. Deswegen müssen schon wieder in mein Gesicht. Und deswegen müssen wir erstmal nach einer Schere fragen. Let's go. Ich bin so am Verbluten. Oh, jetzt ist diese Klimaanlage hier so laut. Die hören uns gar nicht mehr. Wirklich? Oh Gott, die Dreh... Oh. Also Leute, wir lassen jetzt die Klimaanlage an. Oh. Anders. Was möchtest du essen, Schatz? Was möchten wir denn? Kann grad nicht. Einen Moment bitte noch. Ach so, wir brauchen jetzt noch die Schere, ne? Ja, und ein Pflaster hätte ich gerne für meine Wunde. Entschuldigung. Haben Sie eine Schere für uns? Und ein Pflaster. Ich mache alle meine Finger kaputt, habe ich nicht. Aber Erste-Hilfe-Kasten, das wäre ja total schlecht, wenn man sowas nicht hat. Ich habe nichts. Boah. Aber eine Schere auch nicht? Ich habe schon.
Das wäre super nett. Danke. Ich schneide die jetzt. Du kannst das nicht. Ja, die Nuggets sind für sie. Boah, ich habe hier, glaube ich, einen Po durchtrennt. Okay. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Das hätte ich genauso gesagt. Ehrlich? Ich nehme das mal mit rein, ja? Was? Das Kartenlesegerät. Hey, das geht nicht. Was ist jetzt mit der das Schere? Das steht immer noch willkommen. Ist kaputt. Aber das muss man jetzt allen Leuten sagen, ne? Ja, die Schere will sie haben. Welche Schere? Timo, gib mir jetzt Schere. Ist das aufgefallen? Ja, ich such die gerade. Oh, sorry. Oh, du kannst hier beim McDonald's nicht mit Karte zahlen. Was echt nicht. Hier los, ey. Alles ist gut, mein Schatz. Alles ist gut. Okay, Leute. Hat sie einen Namen? Sie hat gar keinen Namen. Wir haben ihr noch keinen Namen gegeben. Also wir müssen jetzt halt reingehen und sie hat keine Maske. Wir haben ihr jetzt einfach so eine provisorische drum gemacht. Mach doch mal on. Oh, du hast es jetzt kaputt. Oh, hier fahren die ganze Zeit Autos lang. Wie nervig. Okay, Leute, sie ist ready. Man sieht uns halt gar nicht. Kannst du das Preisschild auch mal. Oh, Tim, nicht so aggressiv. Oh, das arme Vieh. Also, das ist unsere kleine süße Tochter. Sie heißt Annabelle. Sie nicht. Wir haben noch keinen Namen. Oh. Mann. So, du darfst vor. Wir ziehen das jetzt auch durch hier, ne? Ich zieh das so. Das ist unsere Tochter. Für deine Kind. Oh. Oha, zeig's mal. Komm, wir haben das Geschenk bekommen für meine Kind. Ja, dann können wir jetzt direkt nochmal komplett neu bestellen. Ja, ne? Stellen wir das, was der vor uns hatte? Wir hätten gern einmal das, was derjenige vor uns hatte. Was hatte der denn vor uns? Friss. Ja, das dürfen wir nicht wissen. Oh, bist du doof? Was? Das ist doch eine Überraschung. Aber ich bin Vegetarier. Ja, irgendjemand vor uns, der kein Fleisch hatte. Nein. Nein. Wir nehmen einfach unsere Bestellung von eben. Boah. Oh, wie süß. Voll lieb. Aber sie kann nicht wirklich essen, das wissen sie, ne? Ja, aber sie ist eine Tochter. Ja. Die sind so unangenehm. Oh, unsere Arme, die ist total überfordert hier. Dankeschön, tschüss. Oh, die hassen uns hier. Oh mein Gott. Tim. Leute, diese Frau hat Tim die ganze Zeit Süßigkeiten für unser Kind gegeben. Und er so, ja, die kann das nicht. Kann ich auch mal was sagen? Ja, gut. Oh, geil, voll Holzhöhle, voll nachhaltig. Wie isst du das denn? So richtig nicht mit Freude. Und das die, bei der ich bestellt habe, ne? Sie so, ja, wollen Sie das jetzt wirklich von dem vor Ihnen? Der hat 33 Euro bezahlt. Ich so, ne. Boah. Mach mal jetzt hier das Verdeck auf. Boah. Ich glaube, ich hätte hier rechts gemusst. Wirklich? Dann bieg doch einfach ab nach rechts. Mal rückwärts und fahr rechts. Boah, ich habe gerade ein Stück Eis wieder hochgekotzt. Wie geht sowas denn? Soll ich dir zeigen? Mhm. Das war gerade schon unten. Oh. Fahr doch mal jemand? Rechts jetzt. Wir fahren rechts. Hab den Finger schon mal rausgehalten. Das ist ja so. Oh mein Gott! Ey, wenn oh mein Gott! Oh, voll! Sie so bumm. Stell dir vor, wir werden so geblitzt. Leute, wir sind zurück mit unserer lieben Anna. Wie heißt sie denn jetzt? Annabelle. Hä? Du hast mich angemotzt und deswegen heißt sie jetzt Annabelle. Das ist unsere Tochter Annabelle. Richtig traurig, dass wir sie genauso nennen, wie es auf der Pappe steht. Was ist denn jetzt los? Klingelt an mir selbst. Das Problem ist, Annabelle funktioniert nicht, solange wir sie nicht mit Batterien befüllen. So, wir schneiden sie jetzt auf. Zepp. Nicht in den Arsch. Die andere Richtung, in die andere. Echt? Du drehst Nach sie links. Zu, ja. Wow. Oh, wir sind im McDonald's besser aufgehoben. Warte, ich kann das nicht. Warte mal. Boah, ich reiß ihr den Arsch auf, ey. Wir brauchen wir drei. Denn? Hallo, wir sind Eltern. Ja, Eltern bieten sich und wenn das Kind kommt, genau. Kommt irgendwann die Scheidung. Echt, ist das so? Oh, halt die Fresse, Annabelle. Oh. Du hast noch keine Screentime. Boah, nervig ist die, ne? Halt, sie sagt so einsam. Und wie beide so cancelled. Ich stell mal vor, gleich machst du einfach so Peng, ey, und sie fliegt hin. Sie ist oh nein, jetzt ist sie Kayo. Warte mal. Es gibt zu viel zu sehen. Ja, singt die direkt mit, ey. Ja, oh, jetzt schläft sie. Oh, sie schläft. Ja, lass sie schlafen. Oh, dann hält sie ihre Klappe, ne? Wir haben ja ganz viele Utensilien mit ihr mitbekommen. Nervig. Oh, die sind noch im Buggy. Wo hast du den? Lass sie doch mal in Ruhe. Drück ihr nicht in die Scheide. Oh. Wollen wir sie ihr mal einen Nuckel geben? Ja. Oh, Annabelle. Oh. Okay, wir müssen die jetzt erstmal ausziehen. Warum? Hä, weil, wie soll die denn trinken? Wo soll denn das Wasser hin? Och, Annabelle. Der Schnuller kommt raus und wieder rein. Das ist sau eklig. Naja, wenigstens hält sie die Fresse. Die kann nicht pinkeln oder kacken. Wir wurden über den Tisch gezogen, weil wo soll denn das Wasser hingehen? Oh, Leute, wir haben 45 Euro für das Kind ausgegeben. Du. Ich gebe für sowas kein Geld aus. Ja, wir machen den Body jetzt auf jeden Fall weg und sie kriegt jetzt erstmal ihr Feenkostüm. Das ist so süß. Aber ich habe sie jetzt nochmal kurz ausgeschaltet. Die ist total nervig. Nee, wir müssen sie erst wickeln. Dann gib mir was zu trinken. Ich hol jetzt Wasser. Also, wir haben hier kleine süße Windeln extra für sie gekauft. Die waren sauteuer. Weißt du, wie man wickelt? Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Das war doch deine Arsch. Ja. Oh mein Gott, habe ich dich geschlagen? Ja. Nee, falsch rum. Man kann es nicht immer so machen. Und ich erinnere dich nur mal dran, dass du gerade den hier gemacht hast. Hör auf, lass unser Kind. Das war mein Fernseher. Sie hat noch eine Schwester. Boah, die ist hässlich. Tim! Oh mein Gott, es läuft hinten raus! Was ist passiert, Tim? Ich hab nur gedrückt. Die ist elektrisch! Die ist nass jetzt! Was hast denn du gemacht gerade? Ich hab ihr das einfach nur so... Tim! Oh mein Gott, sie heult!
Und das sieht aus wie in einem Horrorfilm. Das ist halt echt super gruselig. Leute, das kommt gerade alles aus dem Augen wieder raus. Weil sie vor allem aber auch keine Geräusche machen. Oh, wir sind solche Trash-Eltern. Nein. Leute, mit Tim geht alles schief. Was kann sie denn noch? Nur du. Die wird richtig wund da unten, wenn du weiter so machst. Dann lass mich die Windel anziehen. Hä, nee, warum denn nicht zusammen? Ich mach die Beine breit und du ziehst sie an. So, warte, sie schläft sogar. Ja. Diesen Prozess einfach. Warte, so. Oh, die süße Stute. Oh, voll die süße. Ja. Boah. Okay, ja, sie ist aufgewacht. Sie ist wach. Okay, ich würde sagen, es wird Zeit, ihr dieses wunderschöne Prinzessinnenkleid hier anzuziehen. Dafür haben wir nämlich 16,99 €. Boah, sei doch mal still. Ich will dich nicht mehr als Vater. Ich überlege mir das nochmal. Boah, sie wird auch immer lauter, ne? Ja. Halt jetzt die Klappe! Ich habe das Kleid gerade kaputt gerissen. Dein Ernst, das ist das einzig Schöne. Okay, wir ziehen sie jetzt an. Ja, warte, machen mal. Sie kurz aus dafür, oder? Nee. Oh, aber sie nervt mich so. Dann mach sie aus. Nee. Oh, sie ist schon hübsch, aber das passt halt leider gar nicht. Sie ist auch so eine Dicke. Hallo? Hier wird nicht gefettshamed. Ey, unser Kind wurde richtig heftig aufgewertet. Richtiger Glow-up. Oh, es gefällt ja, klar, dir dass nicht. Hier wieder nicht passt. Guck mal, so Thumbnail, ihr beide. Halt doch die Klappe! Tim! Oh mein Gott! Ihr erster Besuch beim Gynäkologen. Dein Kollege ist echt sehr unsympathisch. Oha, sie heult halt richtig. Bah! Oh, sie geht richtig ab. Ja, aber sie kann noch furzen. Ich das muss sie jetzt auch mal. Ja. Das kitzelt sie. Ach, das ist Kitzeln. Oh. Und dann pupst sie irgendwas. Ah, sie hat gerade gepupst. Nein. Doch. Oh mein Gott! Geil! Was ist das denn für eine komische Funktion? Was machst du da, ey? Dadurch kriegt die Durchfall, wenn du dann alles bei dir so durchmengst. Also Leute, ihr habt natürlich auch noch uns ganz viele andere Sachen genannt, die wir mit unserem Kind heute anstellen werden. Und unsere nächste Aufgabe wird es sein, auf dem Spielplatz mit ihr zu schaukeln. Leute, wir sind jetzt bei Rob im Garten, denn hier gibt es eine Schaukel und das ist die einzige, die ich kenne, wo man... Und hallo, du reichst dir die Arme raus. Du bist ein Scheißvater. Ich bin der bessere Vater. 3, 2, 1. Das ist voll unangenehm, nur mit einem... Oh, ich schwenke gleich. Oh, Jangle. Sie mal anstellen sollen. Ja, wie soll ich sie denn jetzt anmachen? Oh, Tim, wir reißen dir die Arme raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, ich werf sie dir zu. Hier, nee, ich will sie nicht. Oh. Wir müssen jetzt natürlich versuchen, dieses Kind hier auch mal alleine schaukeln zu lassen. Das klappt nicht. Tim, die fliegt in die Kamera, nee, die war teuer. 3, 2, 1. Oh, die Ohr. So, mein Kind, wir tapen dich jetzt schön fest. Oh, wir sind viel... Oh, das ist gar nicht gut, was du machst. Meinst du? Ja, das ist scheiße. Ja, perfekt. Oha, voll die Süße. Aber geht jetzt in die Kamera rein? Nee, geht nicht. Tim! Ich hab doch gerade geguckt, es geht nicht in die Kamera. Ja, dann los. Oh mein Gott, Tim! Ich hasse dich, es ist bestimmt mein Mikrofon kaputt. Nein, oh mein Gott. Oha! Ja, komm, noch mal. Und... Oh. Da fliegt doch immer was ab. Ey, ich hab voll Wasser abbekommen. Wie die da hängen. Oh, mein Arm ist. Das war doch jetzt nicht nur. Oh. Guck mal, wie cool sie wieder sitzt. Guck mal, wie süß sie ist. Oh, was macht denn dein Papa schon wieder da hinten? Ekelhaft. Papa verdient sein Geld. Das sieht so witzig aus. Annabelle. Ne? Hallo. Hör mal auf hier. So. Sie ist einfach abseits. Oh, Annabelle, oh! Hey, wollen wir noch mit ihr schwimmen gehen? Wollen wir mit ihr in den See gehen? Ja, auch in den See. Ja. Oh mein Gott. Das wäre schon cool. Das wäre sehr eklig. Das ist halt so ein Entensee. Boah, die kacken da doch alle rein. Also Leute, wir kommen zu unserer... Oh, halt die Fresse an, aber ich kann mich nicht konzentrieren mit dir hier. Wir kommen zu unserer letzten Aufgabe. Wir sind am See, es ist fast dunkel und wir müssen jetzt als allerletztes mit Annabelle baden gehen. Tim ist halt auch schon ready. Erklär dich mal bitte. Ja, ich bin Ariel. Kurz mal Outfit geswitcht. Wir sind hier halt an so einem richtig ekligen Entensee. Das hier, was ihr hier seht, das ist weiße. Alles. Boah, ii. Wollen wir jetzt wirklich einfach so rein, Tim? Was hast du denn sonst vor? Pass gut auf unsere Tochter. Oh mein Gott, lass unsere Tochter nicht fallen. Wir müssen ihr doch jetzt erstmal beibringen. Erstmal die Füße ins Wasser, wie bei so einer Süße. Das macht sie ganz toll. Hast du sie ausgemacht? Ja, ich hab sie ausgemacht. Warum? Ja, sie wird komplett Kurzschluss kriegen, Tim. Ja, wird sie auch so. Unser armes Kind, das war's dann halt auch nach diesem Tag. Tim, wir müssen jetzt da rein. Oh mein Gott, Tim! Halt mich doch! Oh mein Gott, unser Kind ist so viel länger jetzt! Ich kann nicht mehr! Die Winde! Was ist an meinem Fuß bitte?
bitte, ja, das ist alles. Hilf mir bitte, lass mich nicht gehen. Ich hasse ihn so sehr, das war alles geplant. Oh, oh mein Gott, das ist spitz. Oh nein, scheiße. Ah, ich falle, ich falle. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Ich muss unser Baby retten. Oh, um Gottes Willen, ey. Das war richtig eklig. Wie, das was Behaartes. Oh mein Gott, das war so komplex. Wir haben halt einfach unsere 50-Euro-Tochter gerade sterben lassen. Weißt du, ich hab wirklich Tim, komm jetzt. Ich falle, ich spiel doch meine Zoe. Versuch dich hier draußen zu gehen, aber du musst auch mitmachen. Ich so einen Meter vom Land entfernt. Als wir einmal hier eingetrunken sind, hast du einmal den Schwall an Scheiße gerochen. Rutsche, Tim, ich will's nicht im Gesicht haben. Okay, Junge, Junge. Also ich hüpfe. Du kannst nicht hüpfen, es ist super rutschig da hier. Es geht ja nicht anders. Boah, da ist das behaarte Ding. Wenn du mich jetzt fallen lässt, häng ich in dem behaarten Ding drin. Boah, hast du Fokus auf mein Po, ey. Du bist gleich draußen, du hast es fast. Wie hab ich? Das ist ja das schwerste Stück. Ich habe Entenscheiße an meiner Lippe. Ich will sie endlich abwischen. Oh, was denn? Mein was Gott, denn? Ich hab die Scheiße an den Händen. Oh mein Gott, was war das für ein Video? Oh, was machst du für eine Show? Ich stütze mich in der Kacke hier, ey. Ja, aber die, ey. Leute. Die ist doch voll verseucht. Wir machen jetzt gleich noch ein richtig süßes Foto mit Annabelle. Das kommt auf Insta. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wir vielleicht uns noch mal ein Kind zulegen sollen und mehr Aufgaben machen sollen, dann gebt diesem Video einen fetten Daumen nach oben. Oder wenn ihr allgemein einfach nur wollt, dass ich häufiger in den Videos auftauche. Tim ist übrigens sehr aktiv auf Instagram und TikTok. Also checkt ihn auf jeden Fall aus. Ihr findet alle Links dazu unten in der Beschreibung. Wir werden jetzt unseren Abend mit Annabelle ausklingen lassen. Und deswegen würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder. Ciao. Oh mein Gott, voll in die Scheiße. Voll in die Scheiße.